So, dann wollen wir mal schnell wieder. Oh. Zigaretten. Victoria's cigarettes? I'm sure Mr. Jefferson is impressed. Wow. Ja, okay. Wir bauen jetzt ernsthaft eine Bombe in der Schule. Oh Mann. Ja, jetzt erstmal wieder zurück, wo wir auch herkamen. Warte. War richtig, ne? Sind wir schon richtig hier rein? Nein. Ah, jetzt sind wir hier wieder. So krass, hier Nacht zu sein, sieht alles anders aus. Hier. Doch nicht. da. Ah ja, da wurde die Tür auch. So, Freunde. Chloe. Ich bin sehr gespannt. Ich denke mal, wir müssen bestimmt in die Zeit zurück und irgendwie, ja, Sachen machen. Wie immer halt, ne? Rohrbombe. Here we go. Take it easy on the door, Chloe. Let's try this instead. Boom! Literally. Yes! Time to blow shit up! If you'll light the candle. This is so cool! Get ready to haul ass. That was so fucking cool! Oh, we are toast! Here comes the whole Arcadia Bay Fire and Police Department. So what should we do? So. Ich hoffe, jetzt funktioniert das. Ich, oh. Hallo. This ancient door is no match for Max the Magician. If I can get this bastard open, she can't cheat with her rewind. Oh, this is bullshit. Fuck you, door. Welcome to my domain. You are magic. I have no clue how the hell you got in there, but you did it, sister. The company I keep. Now, let's find what we want and beat it. My powers only go so far. Man, I can see why the principal locks this room up. Fancy faux art crap. He must want everybody to know he has money, but no taste. How can you trust somebody who has a fucking bronze bird in his office? I'm glad I was expelled. Yes, if only the principal had a Monet or Picasso, you'd still be at Blackwell. Eat me. I'm gonna pilfer the papers on this ugly-ass desk. Okay, sure. It's ugly, but damn, is it a cozy chair. This is your chance to truly get all deductive and shit, Sherlock. Find us some clues about Rachel, or Kate, or Nathan. Anybody. I'm on the case. Okay. Oh. Hast du das Schloss gesprengt, Bombe Max? Oh bitte, ich wollte nur dein explosives Wissen testen und deine unglaubliche Kunst bestaunen. Ja, nee, ist klar. Da, Foto. Ich habe das schon mal verpasst. Das ist immer so. Na komm. Chloe, mach jetzt das Foto. Say hello to my little friend. Say goodnight to the bad guy. Ich liebe Chloe. Es ist einfach unglaublich. Es ist so cool. Yes, wir haben alle vier, die ersten vier Fotos, keins verpasst. Wir haben die Hälfte, nee, fünf, sorry, fünf. Wir haben alle ersten fünf Fotos, das heißt, die Hälfte. Puh, davor, mal gucken, ja, hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Und hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also wir haben bei den Vorteilen davor immer nur 6 gehabt und hier haben wir erstmal alle 5, die ersten 5 so. Also das könnte diesmal was werden. Ich hoffe es. Ah, die ganzen Sachen da. Ich denke, das wird uns alles später geben. Okay, jetzt haben wir, denke ich mal, alle Fotos erstmal hier in der Schule. Das waren ja 3 Fotos, glaube ich. Ja, 3 Fotos hier. Ich denke, You're not so tacky up close. siehst du, da war nämlich zuerst dieser Falke abgebildet, ne? Oder dachte ich, das muss man fotografieren? Ne, siehst du, wieder haben sie That mich. is so cool that my signature actually counted. Go, Miss Grant. Liebe Miss Grant, als Direktor Blackwitz ist es meine freudige und glückliche Pflicht, Sie darüber zu informieren, dass Ihre Petition, die Installation eines neuen Überwachungssystems zu verhindern, genug Unterschriften erhalten hat, sodass die Schule den Plan ablehnt. Unsere Richtlinien untersagen, dass ich in dieser Angelegenheit Partei ergreife, da wir Lehrkörper und Schülerschaft dazu anhalten, an der Leitung der Schule teilzuhaben. Allerdings habe ich die kontroverse Natur dieser Kameras erkannt und teile Ihre Besorgnis bezüglich des möglichen Eindringens in die Privatsphäre. Danke für Ihr Engagement und dafür, dass Sie die Schüler Blackwoods inspirieren, ihren Stimmen Gehör zu verschaffen. Ich hoffe, das Resultat Ihrer Petition vermittelt Ihnen das Gefühl, Einfluss zu haben. Herzlich, Direktor Wells. Oder auch Schleimer. Unglaublich. Mein Ruf und ja, alles schön. Was für ein. Naja, dann suchen wir mal nach Akten und schmutzigen Look at Dingen. this pile. Ja, so viel dazu. Akten, come on. Tumbleweeds. Gehen in eine Lehre. Ach du. Hier. Weird. This asshole has a spotless record. Durchschnitt 3,7. Zusammenfassung. Nathan Prescott setzt mit hervorragenden akademischen Leistungen und einer Vielzahl an außerschulischen Aktivitäten die Arbeit mit der Obdachlosenstiftung von Arcadia Bay eingeschlossen, das historische Erbe seiner Familie an der Blackwell Academy fort. Nathan ist bei Schülern wie Lehrern beliebt. Er ist ein stolzer Repräsentant Blackwells. Nathan Joshua Prescott, was für ein Alter, natürlich. Klar ist ja Direktor, ne? Wo ist nicht irgendwie, ne? Das wird sonst ganz schlimm enden. Like I'm not gonna read my own personal file. Max, wie sie es vorzieht, genannt zu werden, ist eine ruhige, aufmerksame Schülerin mit großem Potenzial für die Fotografie. Ihr Durchschnitt schwankt und sie hat erkannt, dass sie sich verbessern muss. Ihre Lehrer bestätigen ihre stille Intelligenz, obwohl einige Beschwerden sie als zu nervös und neugierig beschreiben. Einige Fakultätsmitglieder würden gerne mehr Beteiligung und Selbstbewusstsein von Max sehen, andere weniger. Aber dies ist eine allgemeine Empfehlung für Schüler und nicht spezifisch. Aktualisierung. Trotz einer kürzlich erfolgten Konfrontation mit dem Sicherheitspersonal Blackwells versuchte Max erfolglos Mitschülerin Kate Marsh vom Sprung in ihren Tod vom Dach des Wohnheims abzuhalten. Derzeit finden eine polizeiliche sowie eine schulinterne Untersuchung statt. Aber Max' Mut ist unbestritten. Ganz schön. Immer verewigt. This file is going to be Mein so Lieber. spotless, I'll projectile vomit. Victoria Chase ist eine strahlende Repräsentantin der Blackwell Academy mit durchgehenden hervorragenden Noten und außerschulischen Aktivitäten, die ihren Karrierewunsch als Fotografin widerspiegeln. Die Fakultät lobt ebenfalls Victorias Engagement für den Vortex Club sowie für andere Organisationen, die dem Geist und der Geschichte Blackwoods gewidmet sind. I have to make sure Warren doesn't have a criminal background. Warren wird als Paradebeispiel eines Schülers angesehen und repräsentiert die exzellente wissenschaftliche Tradition Blackwoods. Er besitzt ein Redetalent bzw. ein loses Mundwerk, je nach Lehrer. Manche beschuldigten ihn, wissenschaftliche Streiche zu spielen, aber dies konnte von seiner Wissenschaftslehrerin Miss Grant nicht bestätigt werden. Wir hoffen, Warren konzentriert sich auf seine akademische Version und steuert weiter auf eine strahlende Zukunft zu. Das heißt,
Sie hat 3,9, das heißt, sie hat auch knapp fast eine 1. 2,8, ja, das ist natürlich dann schlecht. Das ist natürlich dann halt so 4. Und Nathan 3,7, ja, okay. Das ist, okay. Ja. Only two more files to go. Wie, noch mehr? Like on this file, I have to make sure Warren doesn't have a criminal background. Okay. Here we go. Rachel doesn't seem so troubled based on all this. But there's not much here about the police investigation. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. 4,0. Also auch 1er Schuljahr. Mein lieber Herr. Rachel Dawn Amber. Akte 7. Unglücklicherweise ist Rachel Amber im letzten Monat nicht zum Unterricht erschienen und hat keinen Kontakt zu Schülern oder der Lehrerschaft aufgenommen. Ihre Eltern sind sich über ihren Aufenthaltsort im Unklaren und Beckwill hofft auf eine schnelle Rückkehr, damit sie ihre vorzügliche akademische Leistungen fortsetzen kann. Zusammenfassung: Rachel Amber ist eine prototypische Repräsentantin der Schüler Blackwoods. Sie ist in all ihren Fächern und zahlreichen außerschulischen Aktivitäten überragend. Sie ist bei Schülern und Lehrern beliebt und verfügt faktisch über die für Blackwell typische Qualifizierung für Stipendien und Führungspositionen. Ihre vielfältigen Ziele umfassen eine Karriere im Bereich des internationalen Rechts sowie als Model. Es gibt keinen Zweifel, dass sie all ihre Träume mit Blackwell als Angelpunkt verwirklichen wird. Dr. Wells, dies ist Chris Rossi. Ich wollte Sie wissen lassen, dass die Ermittlung im Fall Rachel Amber von unserer Seite offiziell beendet ist. Wir hoffen immer auf den einen magischen Hinweis, aber wieder einmal bewahrt Arcadia Bay ein Geheimnis. Wir halten Augen und Ohren weiterhin offen, aber mehr können wir ab jetzt nicht mehr tun. Danke für all Ihre Hilfe. Leutnant Chris Rossi, Polizei von Arcadia Bay. Yay. Also Rachel war eine Schülerin, die überall beliebt war, die überall gut war, die perfekt war, sie praktisch groß aussah, also sie hätte Model werden können und im Recht, also eigentlich keine Ecken und Kanten sozusagen, aber ich denke mal, wer so, ja, gut überall ist, der hat halt dann auch Probleme. Man, I don't blame the principal for expelling Chloe. Bad Chloe. Naja, oh, Chloe noch mit nicht gefärbten Haaren. Chloe Elizabeth Price. Durchschnitt 1,7. Eieiei, ich glaube, das ist eine 5 oder 6. Zusammenfassung. Chloe Price ist eine Problemschülerin Blackwoods, trotz der größten Bemühungen der Lehrerschaft und der Verwaltung, sie akademisch zu leiten. Chloe erledigt selten Hausaufgaben und ist oft angriffslustig gegenüber ihren Lehrern. Sie verursachte zahlreiche Störungen in der Klasse mit unangemessenen Kommentaren und vulgären Gesten, die gegen andere Schüler gerichtet waren. Sie wurde vor kurzem für die Verunstaltung des Parkplatzes mit Graffiti suspendiert. Obwohl Chloe eine intelligentere Schülerin mit Potenzial ist und in der Rebellion gegen eine nicht der Schülerpflicht unterliegende Einrichtung. Aktualisierung: Chloe Price ist nicht länger eine Schülerin Blackwoods. Siehe Polizeibericht mit im Anhang. Ja. Also war sie eigentlich begabt und hätte sehr, praktisch wie Rachel, ne, also sie hätte auch so werden können. Let's nab this last file, Sherlock. Always wanted to say nab. Whiskyflasche? I'd drink too if I was the principal of Blackwell. And look everywhere, Max. There has to be some info in the student files. Wowzer, this will so not come in handy. Ja, ja. Vielleicht mal Lampe einschalten? Kates Akte. Here we go. This pretty much sums up Kate. Shy and sweet. And in the wrong place. Durchschnitt 3,9, also auch perfekte Schlüren. Kate Beverly Marsh. Kate Marsh ist eine der besten Schülerinnen in der Blackwell Academy. Oh. Okay. Ihr Durchschnitt ist durchweg hervorragend. Ihre Einstellung optimistisch und ihr Arbeitsstil ruhig.
Ihre außerschulischen Aktivitäten mit dem Essen auf Rädern-Programm wurde von KBAG 707 News gewürdigt und ihre vielfältige Gruppe für religiöse Studien war eine willkommene Ergänzung zu der breiten Auswahl an spirituellen, von Schülern geleiteten Programmen Blackwoods. Sie verfügt ebenfalls über eine der besten Anwesenheitsquoten in der Geschichte der Schule. Als Krankenschwester der Academy sollte ich Sie informieren, dass Kate Marsh anscheinend vor kurzem ein emotionales und psychisches Trauma erlitten hat. Ich sprach kurz mit ihr und sie war aufgebracht, blieb aber vage und weigerte sich, weiter mit mir zu reden. Ich denke, es ist wichtig, dass wir sie im Auge behalten und sicherstellen, dass sie nicht, wie ich vermute, von anderen Schülern drangsaliert wird. Grüße an Marie. Annemarie wahrscheinlich. Barenci. Aktualisierung. Derzeit überprüfen wir ein kontroverses Video, das angeblich Kate Marsh auf einer Party des Wortungstubs zeigt und ohne ihr Wissen oder Einverständnis ins Internet hochgeladen wurde. Sie behauptet, während dieser Party ins Krankenhaus gebracht worden zu sein. Siehe angehängte Dokumente für Details. I think we found everything in here. I should go join Chloe now. Das ist krass, Alter. Das ist... Oh. So, Nathan Prescott's dad is a bully too. Shocker. Oha. Direktor Wells, in Anbetracht der schier unerhörten Anschuldigung gegen meinen Sohn und seiner Suspendierung erscheint es mir, als sollte meine großzügige Zuwendung an der Blackwood Academy auch suspendiert werden. Natürlich lässt sich diese Situation bereinigen, sobald Nathans Suspendierung mitsamt einer schriftlichen Entschuldigung aufgehoben ist. Zugegebenermaßen gibt das tragische Ergebnis bezüglich Miss Marsh Ihnen zu denken, aber ich weise Sie darauf hin, dass eine Absage der Party am Donnerstag der Anpackmentalität der Blackwell Academy widerspricht. Ich erwarte, dass Sie Ihre Entscheidung nochmals überdenken und zu derselben offensichtlichen Schlussfolgerung kommen. Danke. Hochachtungsvoll, Sean Prescott. Sie. PS. Sie. Arschloch. Also, wie der Vater, so der Sohn. Okay, Chloe, was los? Guckst du dir eigentlich da an? Max, you better come check out these files. Oh oh. Nathan accuses Rachel of bringing drugs on campus, and my step-troll went along because he thinks Rachel was a bad influence on me. Assholes. If David is teaming up with Nathan Prescott, that's a bad sign. Nathan Prescott III. Ooh, he's so money. And you know the Prescotts dropped major bank to bury Nathan's real file. Look, it reads like a rap sheet. Bad grades, teacher complaints, secret probation. But I was expelled? At least Nathan was finally suspended. Check out that note. Open it. It's just some crazy drawing. It's not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. That's fucked up. What does this even mean? Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Whoa. Listen to this. David M. always asks what's going on in my head. David M. always helps me follow those he follows. It's pretty cryptic. No, it sounds like they formed some sort of weird team, the Super Hebrews. Jesus. David was stalking Kate, hassling me, and now we know he was all over Rachel, too. Oh, we are so going into his garage files. Plus, I'm getting a little paranoid in here. We got our info. Let's bail. But maybe we shouldn't leave without a gift. No, you are not taking the cozy chair. Max, do your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. It's the powers of best friendship. I know how you roll. We should definitely get out of here. We pressed our luck enough. Hello, what have we here? Holy shit! Jackpot! Cha-ching! Wow, sir. That's a lot for the handicapped fund. Dude, there's $5,000 here. I could pay Frank back tonight. This will chill him out after you almost, you know, shot him.
Are you gonna make a big issue out of this? Or just rewind and take the greenbacks for yourself? I hope you do that instead of lecturing me.